Hallihallo meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Planet Base. So, ich nehme heute mal ein bisschen anders auf, ein bisschen probieren. Ihr kennt das ja, Planet Base war schon immer so eins der Projekte, wo ich ganz gern mal ein bisschen rumprobiert habe, bei Aufnahmetechnik und so weiter. Im Übrigen, ihr hört das, ich habe eine ganz neue Stimmlage, denn ich habe ein neues Mikrofon und das ist so schön und es gefällt mir so gut. Naja, ihr wisst schon, was ich damit euch sagen will, es hört sich vielleicht jetzt anders an als noch in den letzten Folgen. Deswegen können wir mal gucken, oder? So, also, okay, jetzt erstmal der Plan. Plan des Gefechts. Wir lassen es mal gemütlich angehen. Wir haben noch ungefähr, lass mal gucken, 4 Mal hiervon und davon 18 Mal. Also ist es eigentlich gar nicht so schlecht gerade. Kommen auch gerade wieder Jungs und Mädels rein. Aktuell sehr viele Arbeiter. Da könnte man mal ein bisschen was mehr auf Biologen setzen. Sehe ich gerade auch als dringendere Aufgabe für uns an. Ingenieure schauen mir ganz gut aus. Krankenschwestern oder Sunnies auch insgesamt nicht schlecht, aber ein bisschen wenig Wachen sehe ich da gerade. Da könnte man mal ganz kurz gucken, und zwar eine Teleskopanlage. Und kriegen wir hier noch einen Sicherheitsschalter her? Nee, kriegen wir nicht mehr. Aber dafür eine zweite Sat-Antenne. Machen wir das mal so. Haben wir auch Waffen eingelagert? Nee, noch keine, leider. So, hier sind die Jungs und Mädels nicht so ganz glücklich. So, hier unten ist sehr viel Platz. Wie schaut es hier unten aus? Hier ist Essen auch vorrätig. Hier haben wir ein sehr großes Lager. Teleskopkonsole wurde gebaut. Da sehe ich jetzt mal gerade unsere größte Arbeit auf uns zukommen. Wir werden jetzt mal Folgendes tun, und zwar... Also wurde von vielen auch tatsächlich gewünscht, vorgeschlagen, und viele haben sich gedacht, das könnte man doch eigentlich mal tun. Und zwar, wir bauen ja momentan nur Transportbots. Aus gutem Grunde, meine Lieben. Denn wir haben 8 aktuell und das sind nur 7 Transportbots, die hier unterwegs sind. Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig, das stört mich auch gerade. Und deswegen bauen wir jetzt eine neue Factory. Ja. Nee, nein, tun wir nicht, weil wir haben zu wenig Chips, Halbleiter. Das bedeutet, wir bauen jetzt erstmal eine neue Fabrik hier auf. Eine neue Fabrik kommt hierher. Hinter die Fabrik bauen wir eine Robotikeinrichtung. So, und hinter die Robotikeinrichtung kommt eine Kajüte. So. Und dann lassen wir dann nochmal frei, damit wir hier noch weiterbauen können. Nur für den Fall. Okay, dann lassen wir die ganze Geschichte jetzt mal weiterlaufen. So, du gehst jetzt erstmal ein bisschen strampeln. Wie schaut es bei dir aus? Wie ist die Lage? Ich guck mal gerade. Die Lage. Ich kann ihn nicht auswählen. Na, okay. Lassen wir das rum. Wohlergehen ist eigentlich generell schon gar nicht mal so schlecht, uns fehlt es halt einfach nur aktuell. Gerade an Halbleitern. Ich stelle aber mal ganz kurz, Interesse halber, die Kolonisten aus. Ich will da gerade mal nichts nachschieben. Okay, und wir machen hier jetzt die Halbleiterfertigung. So, Halbleiterfertigung for the win. Okay. Landungen sollen ja jetzt momentan keine mehr sein. Das heißt, wir schalten mal die ganzen Pads hier aus. Ich will da aktuell nichts drin haben. Energienetz können wir uns mal angucken. Sollte sich jetzt auch ein bisschen verbessern. Robotisierung erreicht. Schön. Guck an. So. Nochmal ganz kurz gucken. Eine Krankenstation. Neues Lager könnten wir hier auch noch aufbauen. Da hätten wir das auch nochmal ein bisschen besser genutzt. Großes Lager kann man immer brauchen. Da könnten wir auch eine kleine Art Lagerhub bauen. Hier nochmal einen Sauerstoffgenerator her. Das könnten wir mal gucken, ob wir das hier so hinbekommen. So. Und dann bauen wir folgendermaßen. Wir bauen hier noch einen großen Biodom auf. Am besten so, dass wir alles hier anschließen können. Erstmal so. Lassen wir mal so. Luftschleuse.
hat sie hier zerlegt gerade. Das ist aber in Ordnung. Die ist ziemlich schnell am Reparieren. Das passt soweit. Wir kriegen das schon hin. So, noch sind unsere Bots ein bisschen arg wenig. Aber das wird jetzt mit Sicherheit im Laufe der Zeit hier unten besser. Ich bin mir da ziemlich sicher. 4 frei, 3 frei. Gerade Fleisch schaut gerade ein bisschen mager aus, ha? Warte mal kurz da. Sollte eigentlich besser werden. Ja, hier ist momentan die Hölle los. Also hier kriegst du momentan das beste Essen, habe ich so das Gefühl. Momentan Pasta ein bisschen. Hauptsächlich Pasta. Pilzenhaufen. Bräuchten im neuen Biodom auf jeden Fall mehr Weizen. Das sehe ich schon. Da ist gerade ein bisschen wenig. Lass uns mal so laufen. Ich bin gespannt. Ja, meine Lieben, sagt doch bitte Bescheid, was ihr von der neuen Qualität haltet. Findet ihr das gut? Ich werde jetzt so die Samstags- und Sonntagsfolge so mit aufnehmen. Vielleicht auch noch die Montagsfolge. Und danach frage ich euch einfach mal, wie findet ihr das Ganze? Taugt euch das? Ist das in Ordnung so von der Qualität? Stimmt die Abmischung her? Ich frage einfach euch mal, wie es so aussieht. Was ihr so davon halten wollt, könnt. Ja, ich weiß, das hat jetzt alles keinen Saft mehr. Aber wenn das läuft, läuft das besser. Ja, ich weiß. Komm, da kommt er schon. So viel zum Thema Baubots. Wären ganz geil gewesen, ha? So, zwei Autoreparaturen. Und gleich wieder reinstellen. Hier kommen gleich wieder Betten rein. Damit es unseren Leuten gleich mal ein bisschen besser gefällt hier hinten. Nicht unbedingt jedem ein eigenes Bett anbieten, aber zumindest den Druck ein bisschen wegnehmen, weil ich glaube, da hängt es gerade auch ein bisschen, dass viele halt eben in so Gemeinschaftsunterkünften schlafen und kein eigenes Bett haben. Aber immerhin haben wir hier schon mal einen ganzen Schlag wieder an Leuten mit neuen eingehende Nachricht. Große Gruppe von Flüchtlingen an Bord, die wollen Essen haben, Wasser und schlafen. Oh ja, das machen wir. Die kommen jetzt hier, passt auf. Ich gucke mir der Sache mal an. Eine große Gruppe Flüchtlinge. Und ich finde, das ist doch mal... Das ist doch mal heftig, oder? Alter Schwede, das ist hart. Die kommen jetzt alle bei uns rein, die Jungs. Und wollen hier verpflegt werden. Das ist in Ordnung, wir können es uns momentan leisten. Uns geht's ja gut. Und deswegen können wir das auch machen. So, wir bauen hier jetzt. Die zwei werden umfunktioniert. Die sollen Baubots werden, damit wir wieder Baubots in unseren kleinen, aber feinen Unterkünften haben. Damit nicht mehr so viel gebraucht wird an Leuten, die hier rumlaufen. Gerade außerhalb möchte ich das nicht. Der nächste Solarsturm kommt bestimmt. Oder weiß der Geier, Sandsturm oder wie auch immer. Und dann will ich nicht, dass so viele hier draußen rumlaufen bei Baumaßnahmen. Im Übrigen kam dann der Vorschlag auch noch, wir könnten ja hier hinten nochmal eine Schleuse einrichten. Nur für den Fall. Finde ich eine coole Idee. Gucken wir mal. Hier zum Beispiel eine Schleuse aufzubauen. Dann können die von hier hinten nämlich ganz schnell hier reinhuschen. Und die ist da hinten ziemlich versteckt eigentlich. Das ist in Ordnung, finde ich. Finde ich, geht völlig gut. Gucken wir mal, hier verwendet Bett. Und damit steigt nämlich auch ein bisschen die Moral. Okay, hier wird auch gerade weitergebaut. Das ist okay. Transportbots, wie gesagt, brauchen wir später vielleicht noch mehr Bohrbots, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz. Bots haben wir auf 20 limitiert. 10 haben wir. Ich gehe mal gleich auf 40 hoch, weil, ne, ihr wisst Bescheid. Wir haben 110 Menschen hier aktuell leben in unserer Kolonie und das merkt man halt auch, gerade wenn man an solchen, bei solchen Sachen hier unterwegs ist. Hier wird aufgefüllt, also Essen ist schon da. Ich mache mir immer nur ein bisschen Sorgen, weil es halt irgendwie gerade ein bisschen als wenig erscheint. So, und jetzt muss man ganz kurz nochmal ins Netz reingucken. Oh, Wasser wird schon knapp. Okay, meine Lieben, dann sollten wir uns Wasser organisieren. Und zwar hier drüben.
bauen wir mal zwei Generatoren her. Das hat den Hintergrund, wenn dir irgendwas hier drüben passiert, irgendwas hier, wo unsere einzigen Wasserkollektoren sind, ja, dann haben wir immer noch eine Möglichkeit, hier noch ein bisschen was zu tun. So, hier wird weiterhin fleißig gebaut. Da fehlt aber noch ein bisschen was. So. Wir sind hier Bots unterwegs. Das ist mal so eine Sache, die interessiert mich gerade. Das war aber knapp jetzt gerade, oder? Ja. Wir brauchen unbedingt einen Laser. Ist ja voll Laser! Okay, unsere Speicherbänke sind voll. Auch da sollten wir vielleicht nochmal gucken, ob wir nicht nochmal, hier vielleicht nochmal zwei neue Geschichten hinbauen. Ah, das geht hier nicht. Aber das, na, das kriegen wir schon hin. So, jetzt sind wir da auch durch. Das kann man ruhig mal bauen lassen. Und dann ist auch erstmal gut wieder. So, okay. Lassen wir mal laufen soweit. Nachts ist ja eh immer ein bisschen Gemach. Ein Handelsschiff ist gelandet. Das ist doch mal sehr schön. Hm. Dem können wir eigentlich nur Geld abknöpfen. Mal Bioplastik wird jetzt rausgedonnert, dann kriegen wir das Lager nämlich hier auch mal ein bisschen fein leer, weil das wird jetzt natürlich einen Massenansturm geben an unseren aktuellen Arbeitskräften. Aber wir haben hier die Lemminge, ja, und die Lemminge schaffen das. Wir haben so viele Leute hier, die das wegarbeiten können. Trotzdem gibt es immer noch einen leichten Stau hier an den Schleusen, was ich extrem heftig finde. Aber wenn ihr mal guckt, wie schnell das eigentlich geht, 64 Mal sollen die das hier rüberbringen. Und wir haben so viele Leute, die das machen können, dass sich das echt teilweise sogar richtig gut verteilt. Ich bin gerade total gehypt, was das angeht. Das funktioniert richtig gut. Ich finde das auch gerade mega, dass es so ist, wie es ist hier. Okay. 4 frei. 7 frei. Also es ist tatsächlich so, dass immer noch Rohstoffe hier frei werden. Nicht so viele, wie ich gerne hätte, das ist klar. Jetzt, wo so viele Leute hier arbeiten, ist es natürlich auch so eine andere Geschichte wieder. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch ein Bohrbot-Patent. Und wir sollten definitiv gucken, dass wir hier mal ein bisschen was schaffen. Hier bauen wir mal wieder so ein kleines Naherholungsgebiet rein. Und einmal Pilze. Wow, 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 wow. Hoffentlich ist das hier hinten schon fertig. Nein, noch nicht. Der eine, der hier ist am ziemlich weitesten hier weg, glaube ich. Der Bot, der interessiert uns nicht weiter. Hinten war, glaube ich, niemand. Okay. Da kommt auch nochmal einer heim. Ah, das wird hier definitiv ein bisschen was brauchen. Hier schleppen sie auch noch Arbeiter heim. Der wird Pasta hergestellt, okay. Schneller laufen. Ja, dem wird es auf jeden Fall nicht besonders gut gehen, wenn die heimkommen.
Die haben ja echt auch einen ganz weiten Weg jetzt gerade hinter sich. Ja, müssen wir erstmal zum Dock. Ja, aber so schlimm ist es zum Glück nicht. Der ist erstmal was, okay. Ein Handelsschiff ist gelandet und würde uns ein Kolossalmodul verkaufen. Werkzeuge haben wir zum Glück noch. 600 kostet der Spaß. Das können wir auch mit wenig Aufwand machen. Gucken wir mal, was wir dafür investieren. 50% Kommission ist natürlich auch eine feine Sache. Kolossalmodul nehmen wir gleich. Das ist auch relativ gut hier. Dann kriegen wir nochmal 30 Mal von der Stärke weg. Das ist auch wichtig, weil Stärke ist natürlich jetzt so ein kleines Problemchen. Wir haben von dem Zeug so unglaublich viel. Und Bioplastik wäre schöner. Da müssten wir uns mal überlegen, wie könnten wir das Problem hier lösen. Und zwar, das können wir eigentlich nur lösen, indem wir hier nochmal eine Aufbereitungsanlage herbauen. Indem wir hier diese Aufbereitungsanlage nochmal aufbauen auf, muss ich mal gerade überlegen, die bauen wir auf, dass hier nur Bioplastik verarbeitet wird, oder? Na, wir müssten es eigentlich teilen. Okay, wir haben ein Kolossalmodul erlangt. Da würde ich jetzt auch ganz gerne noch eins hinbauen. Und zwar hier in unsere Reihe, da ist nämlich noch frei. Und da würde ich ganz gerne hier eben so ein kolossales Modul hinsetzen. So. Haben wir gleich eins gebaut. Aber dann ist auch gut, meine Lieben. Ich weiß, ich baue zu viel und es ist sowieso alles schwierig. Aber das reicht mir jetzt gerade auch erstmal. Zum Glück ist das hier doppelt angebunden. Sonst hätte ich hier mit dem einen Ding hier ein bisschen Angst. Ja, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin, da bin ich mir absolut sicher, denn wir kriegen es erst in der nächsten Folge hin, meine Lieben. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, habt eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich auf euer Feedback zu diesen neuen Videos, die ich hier jetzt für euch mache. In der Hoffnung, dass die Qualität A stimmt, dass der Ton stimmt, dass ihr alles so kriegt, wie ihr es möchtet. Ich freue mich drauf, bis dahin habt eine tolle Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.